Hi, hier ist Christian und in meinem heutigen Video möchte ich euch eine weitere Smartwatch von Huami vorstellen, die optisch sehr stark an eine Apple Watch erinnert. Was dabei die 120 Euro teure Amazfit GTS zu bieten hat und ob sie in Ansätzen an den Klassenprimus von Apple herankommt, das seht ihr in den nächsten Minuten meines Videos. Nun aber viel Spaß! Nach dem Auspacken der Amazfit GTS wird man unweigerlich feststellen, dass sie eine starke Ähnlichkeit zur Apple Watch besitzt. Nicht nur das Gehäuse sieht diesem verdammt ähnlich, auch die Ziffernblätter könnten direkt aus dem sonnigen Cupertino stammen. Auf der Vorderseite befindet sich das 1,65 Zoll große AMOLED-Display mit einer sehr guten Auflösung von 348x442 Bildpunkten, was zu einem sehr scharfen Seherlebnis führt. Weiterhin war ich von der Helligkeit angetan, da sie auch in direkter Sonneneinstrahlung sehr gut abgelesen werden kann. Auch Blickwinkel und die automatische Helligkeitsregulierung sind für eine Uhr dieses Preisniveaus auf einem sehr guten Level. Cool ist auch, dass ein Always-On-Display implementiert wurde, um dauerhaft die Uhrzeit ablesen zu können. Anderen, teils deutlich teure Mitbewerber bieten das teilweise nicht. Auch das Aufwecken des Displays durch das Drehen des Handgelenkes funktionierte super. Ein Abdunkeln durch Handauflegen geht aber nicht. Weiter geht es auf der rechten Seite mit einem Druck- und Drehknopf, der für verschiedene Aktionen genutzt werden kann. Auf der Unterseite aus Kunststoff sitzen dann abschließend noch die Pulssensoren. Mikrofon und Lautsprecher sucht man vergebens, dafür ist das Gehäuse bis 5 ATM wasserdicht. An Kommunikationsmodulen stehen lediglich Bluetooth und GPS zur Verfügung, WLAN und/oder LTE besitzt die Amazfit GTS nicht. Hier muss ich jedoch direkt anmerken, dass das GPS nicht wirklich gut funktionierte und teilweise deutlich entfernt meiner Wegstrecke lag und manchmal gar nicht aufgezeichnet hat. Ich habe die GTS in den letzten 2 Wochen mit einem iPhone genutzt und vorab die Amazfit App heruntergeladen. Die Anwendung ist dabei eure Schalt- und Infozentrale rund um die Uhr. Hier werden euch die täglichen Schritte angezeigt, der Pulsverlauf dokumentiert und Trainingseinheiten aufgezeichnet. Auch könnt ihr hier rudimentäre Einstellungen an der Uhr vornehmen, neue Ziffernblätter installieren oder auch Benachrichtigungen verwalten. Hier legt ihr also fest, was eure Uhr können oder wie sie aussehen soll. Vor allem bei den Watch Faces gibt es eine riesen Auswahl, aktuell über 90 verschiedene. Toll fand ich auch, dass bestimmte Ziffernblätter sich direkt über den Bildschirm bearbeiten lassen. Entgegen einer Apple Watch muss die Uhr nach Öffnen der App aber erst synchronisiert werden, was ein Weilchen dauert. Die Bedienung der Uhr erfolgt zu 95% mittels Touch- und Wischgesten. Wischt ihr nach unten, kommt ihr zu den Schnelleinstellungen. Von unten nach oben zum App-Drawer und von links nach rechts bzw. umgekehrt durch verschiedene Widgets, die aber nicht weiter konfiguriert werden können. Mit einem kurzen Druck auf die Krone kommt ihr zur Startseite. Ein langer Druck ruft bis zu 12 Sportarten auf, die mit dieser Uhr getrackt werden können. So ist zumindest das Ausgangssetup dieser Uhr. Was nicht funktioniert, ist eine automatische Workout-Erkennung, wie es bei der Samsung Galaxy Watch oder Apple Watch der Fall ist. Was mich beim Sport dann aber doch gestört hat, war die Pulsmessung, da diese teils deutlich hinter dem Mond lag. Dort, wo ansonsten mit einer Huawei Watch GT 2 oder Apple Watch ein Puls von 135 bis 140 aufgezeichnet wurde, lag diese nur bei 85 bis 95 Schlägen. Da dies aber auch kein Einzelfall war, ist sie damit für mich in diesem Bereich durchgefallen. Im Ruhezustand hingegen war die Pulsmessung in Ordnung. Während Benachrichtigungen auf der Uhr immer zeitnah eintrafen und einen großen Auszug der Nachricht anzeigten, gab es keine Musiksteuerung. Weder für Offline-Musik auf dem Handy noch für Spotify. Auch bei den Nachrichten muss euch bekannt sein, dass man diese nur lesen, aber nicht beantworten kann. Während die Bedienung der Amazfit GTS wirklich sehr einfach und intuitiv war, hätte das Arbeitstempo höher sein können, da die Uhr manchmal etwas langsamer auf Eingaben reagierte. Unterm Strich ist die Huami Amazfit GTS eine Smartwatch, die a. sehr günstig ist und b. rudimentäre Funktionen bietet. Während das Display toll ist und es auch an der Bedienung nichts zu meckern gibt, war das Arbeitstempo teils zu niedrig und Pulsmessung sowie GPS ungenau. Wer eine Uhr sucht, die Benachrichtigung auf teils sehr hübschen Ziffernblättern anzeigt und eine Akkulaufzeit von 8 bis 10 Tagen hat, der darf hier gerne zugreifen. Wer allerdings auf sehr genaue Puls- und GPS-Daten angewiesen ist, dem würde ich sie eher weniger empfehlen. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende meines Erfahrungsberichtes mit der Amazfit GTS von Huami und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr vielleicht ein Like oder Kommentar hinterlasst, aber vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao.